Hi im Case, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Jeder kennt YG Entertainment. Das ist eine der größten K-Pop-Companies, die es gibt. Und die sind so ein bisschen am Zerbröseln. Wir reden heute nämlich darüber, was bei YG Entertainment alles abgeht. Und es gibt sehr viel, deswegen direkt let's go. Eigentlich hat der Downfall von YG Entertainment schon Anfang dieses Jahres begonnen. Und zwar als Top von Big Bang YG verlassen hat. Ich glaube, wir alle kennen Big Bang. Bang, bang, bang. Eine der größten Boybands, die es jemals gab. Erst hat Top YG verlassen. Danach haben auch Mashiho und Bang Yedam von Treasure YG verlassen. Und ich glaube, wir kennen auch alle Treasure. Na, 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 Jig, Jin. Oder? Leider geht dieses ganze Spiel jetzt aber weiter, denn auch Daesung und Taehyung von Big Bang haben YG verlassen. Taehyung ist zu The Black Label gewechselt, was sehr interessant ist, weil The Black Label ist das Label von Teddy. Die meisten werden Teddy kennen. Teddy hat nämlich fast alle Hitsongs von YG generell, aber vor allem auch von Blackpink produced, ist ein Hammer-Producer und hat sein eigenes Label gestartet. Er hat zum Beispiel auch Somi unter Vertrag. Wir kennen alle Somi. Neu Moriko Piggy, Essechumchoi, Dam Dam. EXO, EXO. Auf jeden Fall ein interessanter Move, weil Teddy ist halt Producer bei YG und Taehyung ist aber aus YG raus und hat sich entschieden, zu Teddys Label zu gehen. The Black Label ist eine Associate Company von YG Entertainment. Und dann kam auch schon der nächste Schock, und zwar Icon. 이거 그냥 노래니까 리듬 타. 사랑을 했다, 우리가 만나. Alle 6 Member von Icon haben sich entschieden, YG Entertainment zu verlassen. Wow. Das heißt, wir haben jetzt 6 weitere Personen, die YG Entertainment verlassen haben. Alles innerhalb eines Jahres. Und da fragt man sich halt schon, was geht da ab? Aber gute Nachrichten für alle Icon-Fans. So wie ich das mitbekommen habe, möchten die Member trotzdem als Gruppe zusammenbleiben. Und dann gibt es auch noch das Gerücht, dass Blackpink zu The Black Label wechseln möchte. Und es macht eigentlich viel Sinn, weil, wie gesagt, Teddy hat halt fast alle Hitsongs von denen produced. Aber das war wohl nur ein Gerücht und soll nicht wahr sein. Und dann haben wir auch noch eine neue Girlgroup, ja? YG Entertainment, endlich eine neue Girlgroup. Da gibt es auch so sehr viele Sachen. Weil ich erinnere mich an eine Tabelle, wenn ich die finde, blende ich euch die ein, wo halt gesagt wurde, die und die Company und die Gruppe haben das und das Comeback dann und dann. Und da war, soweit ich mich erinnere, auch von YG, aber da stand Debut statt Comeback. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sollte die Gruppe von YG schon Mitte dieses Jahres ihr Debüt haben. Warum das nicht der Fall war, weiß man nicht. Es kann natürlich interne Gründe haben, aber ich persönlich denke einfach, IVE kam und IVE hat komplett alles abgerissen erstmal. Und dann gab es auch noch Le Sserafim und New Jeans. Also ich glaube einfach, als Girlgroup dieses Jahr war es schon ziemlich, ziemlich schwierig aufgrund der Konkurrenz. Und es hätte halt Sinn gemacht, dann zu sagen, okay Leute, wir warten noch ein Jahr, ne? Die Girlgroups sollen sich mal ein bisschen beruhigen. So, kann ich mir vorstellen, weiß nicht, ob das stimmt. Es ist auf jeden Fall ein gutes Timing, das jetzt zu announcen, einfach um davon abzulenken, wie viele YG-Artists YG gerade verlassen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, aber wäre ich YG, hätte ich das auf jeden Fall anders gemacht, weil Blackpink hatte so eine lange Pause, ne? Die haben gemodelt und andere Sachen gemacht, klar, aber musikalisch hatten sie sehr lange eine Pause und ich hätte einfach in dieser Pause, ne, letztes Jahr, wann auch immer, eine neue Girlgroup announced und es wäre eigentlich echt nice gewesen, so. Und es wäre meiner Meinung nach auch schlau gewesen, weil man hat eh auf Blackpink gewartet und dann, ne, wenn es dann eine neue Musik gegeben hätte von deren kleinen Sisters, hätte man sich das auf jeden Fall gegeben, ne, und also, wenn es nach mir ginge, hätte ich die Gruppe schon letztes Jahr oder so debutet. Bin ja auch nur ich, ist ja nicht so, als hätte ich jetzt einen Abschluss in Musik, Business. Aber die Frage, die wir uns eigentlich stellen sollten, ist, was geht bei YG Entertainment ab? Weil eigentlich ist YG immer das, was unter den Artists und unter den Idols am beliebtesten ist. Es ist nicht immer ohne Grund, dass die sagen, ja, ich bin von YG, ich bin rich. Wisst ihr? Weil das Ding ist, bei K-Pop Companies ist es ja so, dass die Einnahmen geteilt werden. Oft ist es so, die Company kriegt 70% und die Artists 30%. Das ist sehr common. Aber bei YG ist es wohl so, dass es 50-50 aufgeteilt wird. Das heißt, prinzipiell kriegen Artists unter YG, wenn das alles stimmt, mehr Geld als unter den anderen Labels. Und deswegen ist, also die Idols sagen ja auch immer selber, dass die YG sehr geil finden und auch gern unter YG wären. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die neue Girlgroup und wie es mit YG weitergeht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was so abgeht und was eure Meinung zu dem Ganzen ist.
Ich bin sehr gespannt. Falls ihr irgendwelche Verschwörungstheorien habt, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich finde sowas eigentlich immer sehr interessant, aber habt im Kopf, dass es meistens natürlich nur Gerüchte sind. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, ist kostenlos, geht schnell. Und ja, ihr könnt auch gerne Instagram und TikTok abchecken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.